Die Arbeit bedeutet mir unglaublich viel. Es ist wahnsinnig viel passiert in diesen 3 Jahren, in denen ich hier gearbeitet habe. Ich habe sehr viele unterschiedliche Menschen kennengelernt und treffen dürfen, habe sehr viel Elend gesehen und sehr viel Verwahrlosung, aber auch das Gefühl, dass ich was bewirken kann, was ich helfen kann. Und dafür hat es sich total gelohnt. Und ich bin froh, dass ich diesen Job machen konnte. Mir ist ein Projekt vorgestellt worden, 2 Fachkräfte, die sich hier in Mönchengladbach um obdachlose Frauen insbesondere kümmern. Eine Krankenschwester, eine Sozialarbeiterin, das nennt sich aufsuchende Hilfe. Die beiden gehen hier in Mönchengladbach über die Plätze, suchen Frauen auf, helfen ihnen medizinisch, aber auch um denen insgesamt zu helfen, aus der Obdachlosigkeit rauszukommen. Ich fand das Projekt sehr beeindruckend und ich denke, das Projekt verdient Unterstützung. Also hier war eine Schlafstätte von mehreren Personen, Männern und Frauen. Die haben sich verteilt bis da vorne in kleineren Gruppen. Und da waren auch viele Frauen dabei, also 2 bis 3. Zu einer hatten wir sehr, sehr guten Kontakt. Gerade gesundheitlich hatte sie sehr, sehr schwere Probleme. Da konnte meine Kollegin, die Krankenschwester, auch viel machen. Und jetzt heute lebt sie in einer soziotherapeutischen Einrichtung und nicht mehr auf der Straße. Schön. Also normalerweise sind wir zu zweit unterwegs, eine Krankenpflegekraft und ich als Sozialarbeiterin. Wir suchen Szeneplätze auf, wo sich wohnungslose Frauen aufhalten und versuchen Kontakt herzustellen. Üblich ist, dass Streetwork auch Krankenpflege hat und wir halt eben die Frauen direkt vor Ort verarzten können. Erstmal den Gesundheitszustand einschätzen, ob ein Krankenwagen gerufen werden muss oder nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Frauen oft in einem körperlich sehr verwahrlosten Zustand sind und die Scham, zu einem Arzt zu gehen, sehr hoch ist aufgrund dieser körperlichen Verwahrlosung. Und deswegen meine Kollegin erstmal die grobe Grundversorgung sicherstellen kann. Es gibt viele Projekte, die Obdachlosigkeit hier in Mönchengladbach sich damit befassen. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass sich die beiden Fachkräfte die Zeit nehmen, auf die Frauen intensiv zuzugehen. Das ist eine Frage von Vertrauen. Wir haben viele Plätze, an denen Obdachlosen tatsächlich sich aufhalten, aber man muss die Leute auch tatsächlich an diesen Plätzen ansprechen, sie mitnehmen, Vertrauen aufbauen. Und das haben die beiden in den letzten 2 Jahren leisten können. Das ist ein Projekt, das ich glaube, das hat viele Zukunft. Hier haben wir eine Schlafstelle von einem Pärchen, was gerade bei diesen Temperaturen draußen schläft und immer alle ihre Sachen, nachdem sie hier genächtigt haben, wieder mitnehmen, damit nichts zurückbleibt und kein Hinweis quasi auf die beiden hier ist. Wir sind aber im Kontakt und ist unvorstellbar, bei diesen Temperaturen draußen zu schlafen. Hier haben wir den Brunnen an der Friedrichstraße, Ecke Oskar-Kühlen-Straße. Hier halten sich auch viele Frauen auf, mit denen wir regelmäßig in Kontakt sind. Aufgrund der Nähe zur Beratungsstelle, die da drüben ist, ist die Beratungsstelle der Diakonie für wohnungslose Frauen. Man kann dort eine Postadresse einrichten, einen Ort hat, wo Post hinkommen kann. Das ist Voraussetzung, um eben Leistungen zu beantragen, eine Krankenversicherung zu bekommen und eben Vermittlung von Wohnungen und betreutem Wohnen. Hier habe ich einmal eine Frau gefunden, morgens total durchgefroren, um die 60 Jahre alt. Habe sie angesprochen, sie war total offen mir gegenüber, das hat direkt gepasst. Ich habe sie gefragt, ob sie sich erstmal aufwärmen möchte und einen Kaffee und ein Brötchen haben würde. Und so war ein erster Kontakt hergestellt und wir konnten sie später in die Klinik vermitteln. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass ich glaube, dass hier ein besonderer Schwerpunkt darin liegt, dass den Frauen wieder ihre Würde ein Stück zurückgegeben wird. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn dieses Projekt so viel Zukunft hat, um für diese Frauen weiterhin was machen zu können.